Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Bammel kommentiert. Eure Replays einer Einsendung von Facepalm. Vielen Dank fürs Einsenden mit dem FV 4202 zusammen im Platoon mit Kipato mit seinem E50M. Eine sehr schöne Runde, musste ich feststellen. Durfte ich feststellen, klingt etwas positiver. Ja, das gefällt mir mehr. Ja, auf der Map Prokhorovka. Im normalen Modus ist jetzt falsch, aber die normale Map, sage ich mal so, das normale Prokhorovka. Nicht dieses Feuerding-Zeug. Im Modus Begegnungsgefecht, wo der Cap immer noch auf der Map viel zu klein ist, als er wirklich ist. Aber ich denke, da stören wir uns jetzt nicht. Ich erwähne das nur irgendwie gerne, weil das ein bisschen failed ist. Weil, ja. Für alle, die es nicht wissen oder jetzt verstehen, was ich meine. Der Cap auf der Minimap ist so, die Größe des Caps auf der Minimap ist wesentlich kleiner als der Cap wirklich ist. Man kann beispielsweise, glaube ich, bis hier stehen und man ist noch ein Cap, aber das ist halt irgendwie ein Fehler der Minimap, oder? Ist halt schlecht aufgezeichnet, was weiß ich. Und ja. Hier hat auch schon die ersten zwei Schüsschen rausgesetzt. Von der Mitte kann er ja ganz gut arbeiten, weil die Gegner keine Arti haben. Oder ich meine, ja, wenn die Gegner Arti hätten, wäre er wahrscheinlich sowieso hierhin gefahren. Also ich meine, da fährt man ja generell eher hierhin als oben auf dem Berg, weil man oben auf dem Berg ein bisschen mehr steht. Weniger mobil sein kann und daher, ja, für das Arti ein besseres Ziel ist. Aber da es hier keine Arti gibt, ja, hätte er auch auf dem Berg fahren können, aber auch hier in der Mitte, wenn die Arti sich auf die Mitte da, wenn die zum Beispiel auf dem Berg nichts sieht, dann kann ich mir vorstellen, oder ist es auch oft so, dass die sich in der Mitte orientiert und ja, wenn die dann einmal auf einem drauf ist, dann lässt sie da meistens nicht so leicht von ab, weil sie einen ja nicht unbedingt so schwierig treffen kann. Ich meine, musst du etwas Glück haben. Wow. Ja, ein kleiner Snapshot auf die S3 ging leider daneben. Aber da hätte ich das genauso gemacht, gesnapshottet und zurück. Weil, wie ihr seht, kriegt der Panther 2 gerade ordentliche Schüsse, wie ihr seht und hört, das ist immer recht wichtig. Kriegt der Panther da ordentliche Schüsse rein. Ich empfehle auf allen, so nebenbei mal, macht eure Sounds echt an und relativ hoch, dass ihr es gut hören könnt. Weil ich höre das teilweise, wenn ich im Sniper-Modus bin oder so ein Schuss hinter mir einschlägt. Dann zoome ich raus, guck dahin. Und dann sieht man ja meistens noch den Einschlag und dann könnt ihr halt ungefähr erahnen, woher der Schuss kommt. Wenn es zum Beispiel Blindschüsse sind. Also wenn ihr offen seid, dann wisst ihr natürlich, dass auf euch geschossen wird meistens. Aber nur mal so als kleinen Tipp. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und so hört man das auch, wenn einer neben mir einsteht, der Schüsse abbekommt, dann weiß man direkt, okay, ich bin auf gleicher Höhe wie der. Wenn der Schüsse abbekommt und jetzt rückwärts fährt, dann bin ich wahrscheinlich der Nächste. Also am besten sofort rückwärts fahren. Nur so zwei kleine Tipps, ich mal so am Rande erwähnen will. Ja, haben sie hier das Glück, dass der Berg zwar gerade den Jagdpanther zerlegt hat, aber glücklicherweise macht der Hill von der Seite hier, von seiner Seite hier, auch etwas Druck. Dadurch haben die Gegner nicht ganz so viel Zeit, um sich auf die Mitte zu konzentrieren. Und auch von den Gegnern guckt zurzeit, glaube ich, keiner wirklich über den Hügel in der Mitte. Also über die Kuppel. Daher werden sie ja auch nicht so leicht gespottet. Und die auf dem Hügel da hinten können, ja, die in der Mitte nicht wirklich abschießen. Ja, ein Zehner schon tot. Ich hätte jetzt gesagt, auf beiden Seiten, das ist aber falsch. Auf seiner Seite hier, wow, sind bereits zwei tot. Ein Leopard und ein WT, beides Panzer, na, die auch recht schnell platzen. Da hört es wieder im Hintergrund quasi. Prallen die Schüsse in einem Panzer hinter ihm ein. Ich muss da echt aufpassen vor dem T-35. Der fährt, ja, gefährlich. Der lebt gefährlich und fährt gefährlich. Ja, um Berg ist ein FV, ein IS-7. Das sind schon mal zwei Zehner. Das ist schon mal echt einiges. Gerade der IS-7, wenn er da richtig steht, dann ist er relativ übel. Ja, einfach weil er, ja, Hulldown nicht ganz, wobei ich glaube, es gibt eine Stelle, wo er das wirklich kann da vorne. Und dann, ja, dann ist es Mord. Das ist, ja, da kommt er dann selbst mit Premium nicht durch. Deswegen müssen sie da aufpassen, dass sie die zurückdrängen oder sonst was. Schön getrackt, Rapkit beim Gegner ist raus. So schnell repariert keine einzige Crew. Keine Crew ist richtiger.
Aber scheinbar sind die Gegner auch etwas, ich sag mal, mehr auf, ja, komm, let's cap that shit. Camp that shit. Cap wäre jetzt falsch. Das machen sie in dem Fall gar nicht. Muss ich gerade sagen. Es ist noch kein auf Cap gewesen, oder? Oder der arme X1390. Wobei, nee, wenn. Kamel. Okay, ich dachte gerade selber aus meinem Clan. Der ist auch Kamel, aber auch mit Zahlen, aber ich glaube, nee. Ich glaube, der ist nicht aus dem Clan gegangen. Ja, nee, ich glaube, der Amix ist ziemlich weit außen gefahren, um dann nicht die Aufmerksamkeit des Gegners zu erwecken, indem er halt durch den Cap fährt. Kann man sich natürlich vorstellen, ist ziemlich blöd, wenn man durch den Cap fährt und unspottet ist, weil dann weiß der Gegner, auch wenn man unspottet ist, okay, da ist irgendein Panzer drin von den Gegnern. Wir wissen zwar noch nicht was, aber irgendwas, ja, und das ist schon mal eine Information, die dann ziemlich wichtig sein könnte. So, da haben wir immer noch den IS-7 da. Er kann sich langsam echt gut verstecken hinter den ganzen Wracks. Aber er trifft hier ganz gut. Ja. Ich bin gespannt auf den LV. Ich werde den ja, sage ich mal, so einen Monat spätestens angehen. Weiter angehen, wenn das Event mit der Free XP ist. Weil dann werde ich halt 10 XP mehr für Free XP wandeln können, bekommen und das lohnt sich dann einfach mehr, deswegen spare ich auch gerade mein Gold. Und dann werde ich den E50 Full Upgrade machen oder ein paar Sachen, damit ich den gut leveln kann oder gut spielen kann. Ja, mit der Standard, wo man geht, ist überhaupt nicht, meiner Meinung nach, also gefällt mir überhaupt nicht und ich habe so gesagt, nee, selbst Stockpanzer, ich spiele Panzer nicht mehr, wenn sie mir keinen Spaß machen, also ich versuch's, aber wenn es mir halt einfach echt keinen Spaß macht, dann lasse ich's. Ja. Und beim Zenturion halt das gleiche. Da werde ich auch ein bisschen Freaks befallen. Ich glaube, ich hätte jetzt schon, ich hätte noch nicht genug. Ich glaube, boah, beim E50M knapp 100.000 und beim Zenturion glaube ich 75.000. Und ich glaube, ich müsste sowieso mal wieder XP farmen, also Free XP, dass die halt nicht direkt in die Crew XP geht. Weil ich so viel gar nicht mehr zum Wandern habe. Ich glaube nur rund 300, 270.000 von damals 1,3 Millionen oder so. Dann habe ich halt gesagt, okay, weißt du, du brauchst niemals mehr so viel Free XP. Packst das Häkchen raus oder in nächster Zeit nicht so viel. Und ja, jetzt 1,5 Jahre später, glaube ich, inzwischen, brauche ich langsam wieder so einen Puffer. Also es wäre jetzt, ist jetzt nicht notwendig, aber wäre natürlich praktischer. Damit man da nicht irgendwann dasteht und ja, toll. Jetzt kann ich doch keine XP wandeln. Aber naja, das wird schon alles klappen. Ich glaube, mit meinem Gold kann ich jetzt gerade 100.000 wandeln. Oder ich habe 100.000, ich habe ja noch sowas Erspieltes-mäßiges. Und bei dem Event kriegt man ja für ein Gold statt 25, 35 Gold, also 10. Ja, bei dem Event bekommt man für ein Gold 25 Gold. Oh, das wäre genial. Also das Event würde ich tatsächlich feiern. Nein. Bei dem Event gibt es für ein Gold statt 25 XP, sondern statt 25 XP 35 XP. Das heißt 10 XP quasi gratis. Was doch schon ganz gut ist. Ich meine, überlegt euch mal, wenn man dann für 3 Gold wandelt, habt ihr schon. Ja, oder für 2 habt ihr schon fast. Ja, das Doppelte. Irgendwie so. Nee, Quatsch, das Doppelte. Irgendwie so. Auf jeden Fall gibt es einiges mehr. Kann man auf jeden Fall nur empfehlen, falls ihr Free XP wandeln wollt. Macht es dann, das ist glaube ich um 10. rum. Ich werde die Events morgen nochmal erwähnen in dem Infovideo, wie ich das schon mal gemacht habe, aber etwas quicker und schneller. Die sind jetzt da auf der VOD-Homepage nämlich auch drauf. Und da gibt es noch eine ganz nette Mission. Aber konzentrieren wir uns weiter aufs Gameplay. 10 zu 10. I7 lebt immer noch. Geht jetzt in Rush-Modus gegen seinen Kollegen. Und hätte er hier den Schuss nicht gesetzt, dann wäre der E50 wahrscheinlich abgedeiht. Weil er nur noch 300 HP hat und daher ein One-Hit für den IS-7 war. Und irgendwo muss noch ein D20 aus. Okay. Der scheinbar ein Disco hatte. Disco. Warte, wie geht das? Disco. Nee, 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 nee. I say Disco. Ja, ich höre schon auf, keine Sorge. Ja, ISO noch am Ende. Steht wahrscheinlich da auf B9. Wollte wahrscheinlich den Hill unterstützen. Ist natürlich blöd, wenn die über den Hill nicht gerade pushen. Also, wenn die Gegner da nicht pushen, dann kann die ISO da nicht so viel tun, als die Kollegen
den Arsch der Kollegen angucken. Und wie gesehen hat, haben sie über die Map nicht gepusht. Also hier sein Team, der 50 da hinten, die haben nicht über den Hill gepusht, war überhaupt nicht notwendig. Und hätten sie es gemacht, wäre es wahrscheinlich einiges schwieriger gewesen, weil die ISO dann, ja, letztendlich ihre Schüsse hätte setzen können. Soweit, so gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schaut in die Beschreibung für das Replay oder für die Ergebnisse. Und vielen Dank fürs Einsehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.